So, meine Damen und Herren, da kommen wir heute zum, ja, 10. Video in diesem Jahre auf meinem Zweitkanal für die PS Plus Spieler. Und zwar heute am 5.10.2021 um 14:42 Uhr. Ich hätte das auch schon vor 2 Stunden machen können, aber ich habe Post gewartet, deswegen kommt das jetzt ein bisschen verspätet. Und ja, wie gesagt, für Monat Oktober gibt es wieder mal drei, ja, kostenpflichtige gratis PSN-Spiele. Warum kostenpflichtig gratis? Denn aus dem Grund, ihr müsst vorher PS Plus kaufen, deswegen ist es kostenpflichtig. Und danach, wenn ihr kostenpflichtig bestellt habt, PSN, also das PS Plus, egal ob 1 Monat, 3 Monate oder 12 Monate, bekommt ihr dann natürlich dementsprechend die Spiele hier umsonst. Wie gesagt, ihr könnt entweder 12 Monate 59,99, 3 Monate 24,99 oder 1 Monat 8,99, und dann bekommt ihr halt dementsprechend immer den die Spiele. Ja, Mortal Kombat X, das gab es meiner Meinung nach schon mal. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich mache jetzt gerade mal auf meinem zweiten Monitor eine die Seite noch mal auf, wo ich mich mit einem Kollegen eingeloggt habe. Euch die Preise zu nennen regulär. Also Mortal Kombat X kostet regulär 19,99 €, weil bei mir sieht jetzt zum Beispiel jetzt nur hier gekauft. Ich kann euch auch mal das zweite Bild zeigen. Da seht ihr jetzt zum Beispiel, bei ihm steht es gekauft oder 19,99 €. Deswegen kann ich bei ihm nämlich die Preise ablesen. Und wie gesagt, Mortal Kombat kostet regulär 19,99 €. Was machen wir mit den Taschenrechner nochmal da rein? Ja, jetzt wird mir das da angezeigt. Gut. Ja, PGA Tour kostet regulär, sieht auch 59,99 €. Da gibt es einmal, wie gesagt, die Standardversion PGA Tour 2K21 oder halt in die Deluxe Edition für ein 10er mehr mit Golden Touch Pack, Code Chaos, My Player Pack und 2300 Spielermünzen. Fügen wir schon mal zur Bibliothek hinzu. Und zu guter Schluss noch einmal Hell Let Loose, das ist das PS5-Spiel, PGA. Und Mortal Kombat waren jeweils die PS4-Spiele und Hell Let Loose ist, wie gesagt, das einzige PS5-Spiel. Das ist auch heute erst am 5. Oktober erschienen. Kostet, wie gesagt, außerhalb PS Plus 39,99. Dann gibt es aber noch ein Add-on, Hell Let Loose Iron Vanguard. Also nur Kostüme, also man benötigt ihr das nicht, aber man kann es kaufen, wenn man es haben will. Fügt man sich den halt zur Liste zu. Aktualisieren wir einmal kurz. Man steht hier überall enthalten, gekauft, gekauft. Und wir haben jetzt im Umkehrschluss, wenn man es mal hochrechnet, 1,89 €. Na, haben wir 120 wieder rausgekriegt. Also, ne, im Umkehrschluss, wenn man jetzt die
so guckt, oder für 24,90, ne, oder für 60 €, ne, dann das Doppelte halt, ne, an PS Plus. Aber an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken. Und wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und zwar in 1, 2, 3, in genau in 4 Wochen, dem 2. November, weil das der erste Dienstag ist im neuen Monat. Wo wir dann mit dem PS Plus Spielen durchgehen für den Monat November. Ah, und ja, an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke mich fürs Zugucken und bis ja, in 4 Wochen für den Monat November.